Wir sind in St. Moritz an der Probewoche des Schweizer Jugendsinfonieorchester für die Frühlingstournee 2019. Wir freuen uns sehr. Wir sind bereits im zweiten Jahr Hauptsponsorin des Orchesters. Ich kann es ein bisschen reinhören. Es klingt sehr vielversprechend. Und es ist immer wieder faszinierend, wie die jungen Musiktalente innerhalb von kurzer Zeit zu so einem Ensemble zusammenwachsen. Wir freuen uns sehr auf die Frühlingstournee und können es kaum erwarten. Die Probewoche ist natürlich schon noch streng auf seine eigene Art. Es ist auch ein guter Mix, finde ich, zwischen streng und Entspannung. Wir proben jeweils am Morgen, am Nachmittag und am Abend. Für mich ist es eine gebige Gelegenheit, als Musiker fast eine Art Ferien zu machen. Weil man ist weg von allem, man hat mal Ruhe von allem anderen, man kann sich auf das konzentrieren. Man ist trotzdem aber von Musik umgeben, muss sich keine Gedanken machen, wo kann ich üben. Natürlich ist es auch anstrengend, wenn man irgendwie 7 Stunden auf dem Stuhl hockt und sich halt immer muss konzentrieren. Auch wenn man Pause hat, muss man ja dabei bleiben und gleich immer bereit sein zum Spielen. Aber klar, es ist streng, aber der Spaß überwiegt definitiv.